wir saßen in den letzten Wochen viel zusammen und haben gedacht, Mensch, eigentlich jetzt, wo der Tagebau Jens Schwalde stillsteht, wäre es nochmal ein guter Moment, den auch für immer und ewig ja, abzuschalten, zuzulassen. Und darum gehen wir, und ich freue mich, dass ich es jetzt hier verkünden darf, dieses Jahr noch mit Enneagramm in die Lausitz. Ich bin Tobi, bin aktiv in der Klima-AG der Interventionistischen Linken und auch im Aktionsbündnis Ende Gelände. Wir als Ende Gelände setzen uns seit Jahren ein für den sofortigen Kohleausstieg und aber auch für globale Klimagerechtigkeit. Und dafür gehen wir nach dem Gedanken Think Global, Block Local an die Orte der Zerstörung hier in Deutschland, in die Braunkohlegebiete im Rheinland und auch in der Lausitz. Dieses Jahr waren wir schon im Rheinland und haben da gemeinsam mit Fridays for Future und dem Bündnis Alle Dörfer bleiben einen ganz großen Protest auf die Beine gestellt, waren mit 6.000 Menschen in der Grube auf den Schienen und haben uns dieses Jahr vorgenommen, auch noch eine Massenaktion zivilen Ungehorsams in der Lausitz durchzuführen. Die steht im Herbst an und wir freuen uns riesig, wenn ihr daran teilnehmt. Es gibt ganz viele dreckige Kraftwerke, so wie auch das Kraftwerk Jens Schwalde, was eines der dreckigsten ist, mit neuen uralten Kühltürmen, wo tonnenweise CO2 täglich ausgestoßen wird. Und das ist eben da, wo die Klimakrise produziert wird, und wir müssen uns da klar dagegen stellen. Und da hilft es eben nicht mehr, einfach nur auf Demonstrationen zu gehen, sondern da müssen wir einen Schritt weiter gehen und für Gerechtigkeit sorgen. Es ist nicht so, dass bei Ende Gelände jeder direkt in einer Sitzblockade landet, sondern es gibt vielseitige Beteiligungsmöglichkeiten. Menschen können helfen bei der Küfer, Gemüse schnippeln, können irgendwie Camp-Infrastruktur mit organisieren. Wie die Aktion genau aussehen wird, da sind wir gerade noch in der Planung, da können wir jetzt noch nichts bekannt geben. Wird aber in nächster Zeit wird da viel entschieden, viel besprochen, und alle Infos dazu findet ihr bei Ende Gelände auf Twitter oder auch auf der Website von Ende Gelände.